Heute zeigen wir dir ein Knieprogramm, wie du deine Knieschmerzen endlich loswirst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Einfach besser leben. Mein Name ist Wolfgang. Mein Name ist Maria. Und wir beide dürfen dir heute ein spezielles Thema auf euren Wunsch hin präsentieren. Wir bekommen immer wieder die Anfragen für ganz spezielle Themen und heute haben wir uns einmal für das Knie und für die Knieproblematiken entschieden. Ja, Maria hat ein wunderbares Programm vorbereitet und ja, das dürfen wir dir jetzt präsentieren und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Mach am besten gleich mit. Solltest du in der Nähe von einem Tisch sein, bitte setz dich gleich auf den Tisch drauf, so wie es der Wolfgang jetzt macht. Ich werde euch ein bisschen was über das Kniegelenk und die Anatomie vom Kniegelenk und rund ums Kniegelenk erklären. Währenddessen der Wolfgang ganz locker seine Unterschenkel vor und zurück und hin und her pendeln lässt. Diese Übung könnt ihr wirklich jeden Tag machen. Warum? Durch diese Bewegung schmieren wir sozusagen das Kniegelenk. Dadurch wird die Gelenksflüssigkeit angeregt, die sogenannte Synovia, wie man diese in der Fachsprache nennt. Übrigens für die Skifahrer, wenn ihr auf der Piste seid und dann wieder im Sessellift seid, lasst die Beine nicht auf der Plattform liegen, sondern hängt immer wieder ein Bein auf und lasst aus und lasst es auch immer so ein bisschen ganz locker vor und zurück pendeln. Ihr werdet merken, ihr werdet dann viel geschmeidiger über die Pisten flitzen. Solltet ihr zu Hause ein Rad haben, das was ihr nicht als Kleiderständer hernehmt, sondern jeden Tag einsetzen könnt oder wollt, dann empfehlen wir euch auch einfach so mit ganz wenig Widerstand Rad zu fahren, weil das regt auch wieder die Gelenksflüssigkeit an, speziell wenn ihr danach eine aktive Tätigkeit, Skifahren, was auch immer, ausübt. Währenddessen hat der Wolfgang sich schon aufgewärmt. Natürlich schauen wir auch gleich bei dieser Gelegenheit, dass wir schön aufrecht da sitzen. Und wenn wir uns das Kniegelenk anschauen, es macht ja nicht nur eine Beuge- und Streckbewegung, sondern es kann auch eine Rotationsbewegung machen, zwar minimal. Es ist ein Dreh-Scharniergelenk und deswegen schauen wir auch, dass wir dieses Gelenk in alle Richtungen bewegen. Und das kann man ruhig eine Zeitweile machen und Schmerzen hat man dabei normalerweise keine. Wenn wir uns die Anatomie so noch einmal anschauen, also das Bein wird gestreckt. Wenn wir das Bein ganz gestreckt haben, dann reden wir hier von 0 Grad. Und wenn wir das Bein beugen, dann sind es 90 Grad und meistens haben wir das Bein nur auf 90 Grad gebeugt. Aber eigentlich, wenn der Wolfgang jetzt runtergeht vom Tisch, sieht man gleich, wenn er in die Beuge geht oder das Bein hebt, wir können es viel weiter beugen und das sollten wir auch immer wieder machen, damit das Gelenk wirklich im vollen Ausmaß eingesetzt werden kann. Ja, das wäre soweit jetzt zum Gelenk. Das Gelenk ist umfasst mit einer Gelenkskapsel und dann sind verschiedene Band- und Sehnenstrukturen rund ums Kniegelenk, was das Gelenk stabilisieren und natürlich auch die Muskeln, die was das Bein bewegen. Und meistens ist es so, dass vorne der Muskel, der Quadrizeps, wird in der Fachsprache genannt, bei vielen verkürzt ist. Ebenso hinten die Wadenmuskulatur. Und da haben wir zwei verschiedene, also eine, die was am Oberschenkelkopf ihren Ursprung hat und eine, die was am Schienbein hinten oder am Wadenbein ansetzt. Also wir müssen dann auch bedenken, wir müssen beide irgendwie mobilisieren. Weiter zieht diese Muskulatur über die Achillessehne runter zur Plantarfaszie. Also müssen wir bei dieser Gelegenheit auch immer wieder darauf achten, dass wir dieses Gelenk und auch diese Faszien und auch Muskulatur in Bewegung bringen. Gut, Wolfgang, starten wir gleich mit deiner Lieblingsübung. Perfekt. Und zwar Kniekreisen. Er macht das auch immer wieder in Qigong. Und bitte wirklich gleich mitmachen. Es ist nicht anstrengend, sollte auch keine Schmerzen verursachen. Wir haben dabei die Beine. Du hast sie gerne immer ganz geschlossen, ja? Mhm, genau. Und dann tun wir sie gleich beugen und legen die Hände entweder am Oberschenkel, um sich abzustützen, oder wir können sie auf die Kniegelenke drauflegen oder über die Patella oder Kniescheibe. Mhm. Und dann spürt man auch ein bisschen so, wie sich die Kniescheibe, die Bandstrukturen so bewegt. Der Wolfgang zeigt es jetzt gleich vor.
Und also bitte gern mitmachen. Wir gehen einfach zu kreisen in eine Richtung. Genau. Und achten darauf, dass auch die Füße satt auf dem Boden bleiben, die Zehen sich nicht verkrampfen. Und dann gehen wir in die andere Richtung. Genau. Ich zeige es auch oft so vor, mit Beinen geschlossen. Genau. Genau. Und ihr werdet jetzt gleich merken, es macht einen Unterschied und es ist ganz wichtig, die Gelenke wirklich nicht nur einseitig einzusetzen, sondern in verschiedene Positionen. Und dann kommen dann ganz viele Muskeln immer wieder zum Einsatz, die was man sonst eigentlich nicht so trainiert. Gut, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, fühlt man sich schon gleich etwas leichter. Ja. Dann bleiben wir unten am Sprunggelenk. Solltet ihr zu Hause einen Besen haben oder Steine oder einen Igelball, was auch immer, dann bereitet euch diese Utensilien einfach vor. Schon als Reminder, okay, ich sollte einmal wirklich meine Waden ein bisschen dehnen, unten die Plantarfaszie ein bisschen aufdehnen. Der Wolfgang zeigt es jetzt da an den Steinen, dass man die Fußballen drauf stellen. Man kann auch ein bisschen auf diesen Steinen herummarschieren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen vor und zurück gehen. Man kann sich auch mit mehreren Steinen eine Straße bauen. Einfach nur, um unten mal diese Faszienplatte aufzuwärmen und ein bisschen auszupressen sozusagen. Wie fühlt sich das an, Wolfgang? Ja, es ist eine relativ leichte Dehnung hinten spürbar. Aber es ist sehr angenehm. Ich verlagere das Gewicht ein bisschen links und rechts. Genau, sehr gut. Können wir natürlich auch mit einem Stab machen. Genau, und da wandert jetzt der Wolfgang schon ein bisschen vor und zurück. Ich glaube, das ist jetzt schon etwas schmerzhafter, gell? Genau. Und das darf es auch sein. Und wenn ihr einen Punkt erwischt, wo es wirklich ganz fest wehtut, bleibt drauf, atmet so hin und versucht dann auch in dieser Position ein bisschen loszulassen. Also es ist kein schlimmes Zeichen, wenn es weh tut, einfach nur dranbleiben, bis sich der Schmerz etwas löst. Und es wird wirklich in allen Fällen besser. Also ich verwende diese Übung schon seit Jahren, gebe sie auch immer wieder meinen Klienten mit und ja, bei Schmerzen, es wird wirklich besser, auch wenn man es am Anfang nicht glaubt. Dann haben wir auch noch die Spikies. Wer solche hat oder einen Igelball, die sind dann schon etwas höher und dann kommen wir natürlich noch mehr in die Dehnung. Und gleichzeitig kann man auch auf diesen Spikies etwas bisschen herumbalancieren. Man kann einbeinig draufstehen und ziemlich mittig und dann spürt man, aha, wieder ein paar Punkte, was da durchmassiert werden. Empfiehlt sich zum Beispiel beim Zähneputzen. Jawohl. Und ruhig wirklich auf einer Seite bleiben, weil das Gleichgewichtsorgan zu trainieren ist nicht schlecht. Mit zunehmendem Alter nimmt nämlich das Gleichgewicht, der Gleichgewichtssinn auch ab. Also schauen wir, dass wir da fit bleiben. Sehr gut. Und bitte unbedingt zu Hause mitmachen, wer nichts dergleichen hat. Ihr könnt auch eine Küchenrolle zum Beispiel hernehmen und dann mit der Küchenrolle so einen Ball formen und da auf dem Ball, auf dieser Küchenrolle ein bisschen herumbalancieren. Gut, dann gehen wir gleich weiter. Der Wolfgang macht jetzt einmal einen Wadentest, weil wir haben ja zuerst erklärt, dass natürlich die Wadenmuskulatur, wenn die etwas verkürzt ist, dann kommt es natürlich auch auf Zug vom Kniegelenk und Druck, ebenso wenn der Oberschenkel verkürzt ist. Und jetzt schauen wir gleich, wie weit, das bitte zu Hause unbedingt mitmachen. Ihr könnt euch vorne auf einen Stuhl oder irgendwo abstützen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid oder ganz die Fitten von euch brauchen keine Stütze. Wolfgang geht einmal so tief in die Hocke, wie es für ihn möglich ist, ohne dass sich hinten die Ferse hebt. Und dann ruhig ein paar Atemzüge in der Hocke bleiben. Und ihr dürft gerne die Füße etwas nach außen drehen. Ihr müsst die Beine nicht parallel halten. Also einfach leicht nach außen drehen und dann da reinatmen in die Position. Und für die ganz, für die Fortgeschrittenen, die was wirklich was tun wollen, die können dann in der Hocke bleiben und dann ein paar Schritte in der Hocke sind am Endengang vor und zurück gehen. Jetzt nehmen Wolfgang gerade mal kurz den Tisch weg. Dann kann er da mal auf dem Teppich ein bisschen vor und zurück gehen. Hände nach vorne.
Ja, oder falten, wie auch immer. So. Abstützen, jawohl. Und dann, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, 3-4 Schritte, merkt ihr, oder Wolfgang, auch ja, du, wo du super trainiert bist. Aber sehr, sehr, sehr intensiv. Ja. Und vielleicht ja, merkt ihr euch, wie weit kann ich heute gehen, wie viele Schritte kann ich machen. Und dann jeden Tag oder jede Woche merkt man, aha, jetzt bin ich schon etwas kräftiger, weil wir müssen nicht nur mobilisieren und dehnen, sondern auch stabilisieren das Gelenk. Gut, Wolfgang ist schon aus der Puste, war ein Zeichen. Dann geht er bitte in die Rückenlage. Jetzt wird es wieder etwas gemütlicher. Und zwar in der Rückenlage lassen wir jetzt die Fußsohlen zueinander schauen und lassen die Knie auseinanderfallen. Zum Gelenk, Kniegelenk ist ja Zentrum vom Hüftgelenk und vom Sprunggelenk. Und wenn das Hüftgelenk nicht gut gedehnt und mobilisiert ist, wird sich das aufs Kniegelenk auswirken, ebenso wenn das Sprunggelenk jetzt nicht gerade optimal ist, ebenso aufs Kniegelenk. Also das Kniegelenk kriegt es meistens als erstes ab. Jetzt bleiben wir da, wir sagen so die Butterfly-Position, und da kann man entweder ein bisschen hin und her wiegen und reinspüren, die Fußsohlen so sanft aneinander drücken, dann habt ihr schon Aktivierung in der Muskulatur. Gut, schön mitmachen zu Hause. Reinatmen auch. Und dann bleiben wir ruhig im Zentrum, spüren da etwas nach. Und jetzt dürft ihr gerne mit euren Händen die Knie etwas auseinander drücken und wieder locker lassen. Genau, und noch einmal auseinander drücken und dann die Fußsohlen etwas aktiver zusammendrücken. Und dann merkt ihr vielleicht, welche Muskelschlingen dadurch schon wieder aktiviert werden. Und diese Muskelschlingen sind auch ganz, ganz wichtig für die Stabilität im Hüftgelenk und für die Dehnung fürs Kniegelenk. Gut, und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, lassen wir die Beine zusammenkommen und geben sie hüftgelenksbreit weiter. Wer nicht weiß, wie breit es ist, gibt einfach seine Faust zwischen die Beine, und meistens so groß wie die eigene Faust ist, ist man ungefähr hüftgelenksbreit auseinander. Gut, dann machen wir gleich eine Ganzkörperbewegung, was die hintere Kette deiner Beinmuskulatur aktiviert und gleichzeitig auch Beckenboden und Rücken. Die Hände liegen entspannt neben dem Körper und wir drücken im Stück das Becken nach oben. Achten darauf, dass wir die Brustwirbelsäule nicht überstrecken und schieben gleichzeitig die Knie etwas nach vorne aus dem Hüftgelenk, und dann gehen wir wieder tief mit dem Becken im Stück. Schauen aber, dass wir das Becken gar nicht wirklich ablegen, außer wir sind jetzt total Beginners und wir kriegen jetzt gleich einen Krampf, dann bitte eine Pause machen. Für die leicht Fortgeschrittenen, die gehen jetzt ein paar Mal mit dem Wolfgang rauf und runter mit dem Becken. Beim Runtergehen bitte wirklich nicht das Becken ganz ablegen, wer kann. Und wer das Gefühl hat, das ist mir immer noch zu wenig, der kann nach ein paar Wiederholungen das rechte Bein auf den Oberschenkel ablegen. Jawohl. Und dann sind wir einbeinig unterwegs. Wolfgang geht wieder nach oben. Ihr müsst mal nur darauf achten, dass dann das Becken nicht wegkippt. Sonst haben wir wieder ein Problem in der Wirbelsäule. Und dann kann man ein paar Mal auf dem rechten Bein hoch und tief gehen. Wie fühlt es sich an, Wolfgang? Es ist viel intensiver. Viel intensiver, ja. Und man kann auch gleichzeitig so ein bisschen, um die Mobilität zu unterstützen, das Knie nach außen drehen. Da hat man gleich dieses Hüftgelenk auch noch intensiver dabei. Ich glaube, du hast jetzt so 5 Wiederholungen gemacht, kann sein? Mhm. Dann wechseln wir bitte die Seite. Und wie gesagt, jeder bleibt bitte zu Hause auf seinen Level. Steigern kann man sich immer. Ja, ihr könnt ganz unten bleiben oder Level 1 oder wie der Wolfgang jetzt Level 3 machen. Gut, und dann, wenn ihr das Bein hebt und seht, schaut bitte auch, werft es mit dem inneren Auge einen Blick auf eure Fußsohlen. Sie ist die schön mittig aufgelegt, Großzehenballen, Kleinzehenballen und Ferse. Zehen sollten sich nicht verkrampfen. Gut, und noch einmal. Jawohl. Und dann schön langsam wieder ablegen, die Beine kurz zur Brust ziehen.
Jetzt haben wir eine gute Übung für die hintere Kette der Beinmuskulatur gemacht, was natürlich das Kniegelenk auch stärkt, weil meistens trainiert man nur die vordere Kette und wir schauen auch, dass die hintere Kette trainiert wird. Jetzt kommen wir in die Seitlage und zwar die nächste Übung geht dann speziell für den Hüftbeuger, ja, dass er ein bisschen dynamisch aufgedehnt wird und gleichzeitig für die äußere Kette der Beinmuskulatur. Man legt sich so hin, dass der Kopf auf dem Oberarm aufliegt, der Kopf dann auch in Verlängerung vom Oberkörper geht, das Becken gut aufgestellt ist. Das vordere Bein könnt ihr gebeugt auf der Matte lassen oder gestreckt, das fordert natürlich mehr Balance. Dann heben wir das obere Bein und ganz wichtig wäre es jetzt, das Bein wirklich aus dem Hüftgelenk noch ein bisschen verlängern, dann können wir wirklich jede einzelne Muskelfaser da drinnen trainieren. Dann bringen wir das Bein aus dem Hüftgelenk so weit nach vorne, wie es mein Becken zulässt und dann schieben wir das Bein hinter den Körper zurück, bis wir eine Dehnung im Hüftbeuger spüren. Der wäre da vorne drinnen. Und dann bringen wir das Bein wieder nach vorne, flexen dabei den Fuß, wenn ihr wollt. Da haben wir gleich die Venenpumpe dabei und auch noch mehr Muskeln. Jawohl, und schieben das Bein nach hinten zurück. Schaut jetzt da zu Hause auch ganz kritisch mit eurem inneren Auge. Ist mein Becken ruhig? Mache ich die Bewegung wirklich aus dem Hüftgelenk? Und ihr werdet gleich einmal spüren, bah, da, ich spüre Gesäßmuskulatur, ich spüre die Oberschenkelaußenseite und das ist okay. Wenn ihr nicht spürt, dann stimmt was nicht. Dann bleiben wir hier hinten einmal und jetzt federn wir ganz leicht nach, ohne dass wir dabei ins Hohlkreuz fallen. Einfach so ein bisschen nachfedern, da reinspüren, reinatmen auch. Und dann das Bein noch einmal nach vorne bringen. Sehr gut. Und dann dürfen wir das Bein wieder ablegen. Und bevor wir die andere Seite machen, gehen wir gleich auf den Bauch. Stützen uns auf unsere Unterarme ab. So in eine kleine Cobra kommen. Leicht nach oben, entweder für die Fortgeschrittenen oder wir bleiben unten. In der Bauchlage, der Wolfgang zeigt es jetzt gleich so vor. Und jetzt ziehen wir das rechte Bein, haben wir trainiert, genau. Jetzt ziehen wir das rechte Bein zum Gesäß. Schauen wir mal, wie weit wir zum Gesäß kommen. Jetzt vielleicht, wenn ihr zu Hause spürt, schaut, dass das Knie nicht von der Beinachse nach außen gedreht ist, sondern schön in der Verlängerung vom Sitzbeinhöcker ist. Also meistens, wenn da die Kette verkürzt ist, dann hat man das Knie etwas nach außen gedreht, sollte nicht sein. Schaut wirklich, dass das Knie so drinnen bleibt. Jetzt das sofort zu zeigen, währenddessen der Wolfgang die Wirbelsäule oben hat, ist jetzt nicht so geschickt, aber der schafft es schon. Gell? Der ist sehr fit. Okay, er zittert schon. Gut, genau. Jetzt, was geht schon, komm. Jetzt ziehen wir die Fersen aktiv zum Gesäß. Genau. Und atmen tief und bewusst ein. Beim Wolfgang geht es jetzt gut, er ist flexibel. Ja, er kann das, sein Kniegelenk ist wirklich, Gott sei Dank, noch nicht geschädigt. Aber wenn das nicht geht, dann könnt ihr zu Hause ein Handtuch hernehmen oder ein Theraband und dann das Handtuch um das Gelenk und den Riss hängen und dann dehnen. Der Wolfgang macht es jetzt mit einer Hand. Es könnte dann sein, wenn ihr es nur mit einer Hand macht, dass es euch leicht verzieht zur Seite. Besser wäre es mit beiden Händen, dann ist man ziemlich mittig. Und da wirklich mit der Atmung reinarbeiten und nicht einfach zugezogen und die Luft anhalten. Einatmung bringt immer mehr Länge und in der Ausatmung kann man dann etwas dagegen drücken, genau. Und dann in der Einatmung wieder etwas heranziehen und das wirklich ein bisschen dranbleiben, damit es auch einen Effekt hat. Wolfgang genießt es und wirklich darauf achten, dass das Knie dann nicht nach außen gedreht wird. Dann zeigt es wunderbar vor. Genau, an der Stelle auch wichtig, immer wieder diese Hüfte nach unten zu bringen. Ja, genau. Dass das Knie nicht abheben. Genau. Ganz ein wichtiger Hinweis, also gern hätten wir da die Hüfte weg von der Matte, vor allem wenn man verkürzt ist und dann hätte diese Übung wirklich weniger Effekt. Also immer wieder die Leiste so sanft in die Matte reinsinken lassen
und tief dort reinatmen. Sehr gut. Und dann lassen wir da wieder locker. Gut. Und jetzt vielleicht den Kick machen, so 3-4 Mal genau aktiv heranziehen und dann das Bein wieder mal verlängert hinlegen. Genau, und dann noch einmal so dynamisch, dass die hintere Kette noch einmal aktiv ist und die vordere Kette dynamisch aufgedehnt wird. Sehr gut. Dann drehen wir uns auf die andere Seite. Gut, ganz wichtig ist es, dass wirklich die Wirbelsäule gut ausgerichtet ist, weil die Wirbelsäule gehört genauso dazu. Wenn wir hinten in der Wirbelsäule verkürzt oder verklebt sind, wirkt sich das genauso auf unsere Gelenke aus. Also immer wieder schauen, gute Ausrichtung, gute Positionierung. Das Becken ist vertikal, Kopf geht in die Verlängerung von der Wirbelsäule, das untere Bein könnt ihr wieder gebeugt halten und das obere Bein in die Verlängerung vom Oberkörper bringen. Wenn die Schulter Probleme macht, rechts kann man auch immer wieder irgendwas unterlegen, Spiky oder Kissen. Ja, genau. Sollte es. Und wenn ihr das Programm öfters macht, richtet euch immer wieder die Utensilien gleich her und dann seid fit für den Tag, gell? Oder für die Aktivität. Dann heben wir das Bein, schieben es noch einmal aus dem Hüftgelenk raus. Das sieht man beim Wolfgang ganz schön, wirklich, dass er da wirklich in die Verlängerung geht. Und dran denken, es werden dann wirklich alle Muskeln aktiv eingesetzt. Dann bringen wir das Bein nach vorne über das Hüftgelenk, ohne dass das Becken mitgeht. Und schieben das Bein schön nach hinten, bis wir wieder eine Dehnung vorne im Hüftbeuger spüren. Ein paar Mal vor- und zurückpendeln. Auch darauf achten, dass das Bein immer auf der gleichen Ebene bleibt. Jawohl, die Atmung kann dazu fließen, wer da schon ein bisschen versiert ist. Wirklich bewusst mit der Atmung arbeiten. Und dann noch zweimal. Sehr schön. Man sieht jetzt da schon, dass er von Mal zu Mal beweglicher wird. Es wird euch selber gar nicht auffallen, aber auch zu Hause wird euch genau gleich gehen, ohne dass ihr es merkt. Jetzt bleiben wir hinten und gehen dann noch ganz leicht in eine Federung, dass die faszielle Struktur auch noch ein bisschen aufgedehnt wird. Jawohl, gerade aufpassen, dass man hinten nicht ins Hohlkreuz fällt. Und dann locker lassen wieder und wir kommen in die Bauchlage. Gut. Und nicht überrascht sein, wenn ein Bein besser geht als das andere. Es ist immer so, man hat eine Schokolade- und eine Marzipanseite, sage ich immer. Jetzt einmal probieren, ohne dass man jetzt da gleich zieht. Schauen, wie weit bringe ich denn meine Ferse Richtung Gesäß? Und da sehe ich schon, dass der Wolfgang ein bisschen ausweicht. Oft muss man nachjustieren und schauen, okay, wenn es da draußen ist, wenn man das Bein meistens in die Mitte reinbringt, dann merkt man, ui, ja, jetzt spüre ich wirklich eine Dehnung. Wenn das Bein ein bisschen weiter draußen ist, dann könnte es ein bisschen easier sein, aber wenn man das Bein nachher wirklich nach innen bringt, dann sagt man, ah ja, genau, wenn ich jetzt heranziehe, spüre ich, dass wirklich vorne der Quadrizeps aufgedehnt wird. Und da wieder, wie der Wolfgang vorher schon richtig gesagt hat, schaut, dass die Hüfte unten bleibt, dass wir da im Becken nicht ausweichen. Und dann schauen wir gleich, ob der Wolfgang auf dieser Seite auch so beweglich ist und seinen Fuß umfassen kann. Genau, geht am besten gleich mit der Atmung rein und wirklich tief durchatmen. Und dann mit der Ausatmung kann man gerne mal wieder dagegen drücken, gegen die Handfläche, ohne dass man dabei ins Hohlkreuz fällt. Und wirklich schauen, dass das der Becken kam unten. Ja, sehr schön. Und da bleibt man auch ein paar Atemzüge, dass die Struktur, die Muskulatur, die Faszienstruktur wirklich die Chance hat, da mitzuwirken, loszulassen. Gut, und noch einen tiefen Atemzug bitte. Und dann wieder vorsichtig lösen und dann machen wir es gleich dynamisch mit dem Kick, Ferse zum Gesäß, ein paar Mal heranziehen und wieder lang machen und wieder heranziehen. Genau, und wenn, so wie der Wolfgang, wenn ihr euch auf eure Unterarme abstützt, dann müsst ihr wirklich aufpassen, dass nicht ins Hohlkreuz fällt, auch die Bauchmuskulatur ist dabei aktiv. Haben wir gleich ein ganzes Körpertraining dabei. Gell? Gut.
dann glaube ich, haben wir es, gell? Auf Bauchlage, das war so das Programm auf der Matte. Dann gehen wir gleich in die Gegenbewegung, wie es der Wolfgang jetzt gemacht hat, so richtig. Genau, weil wir haben jetzt doch ein bisschen den unteren Rücken reingearbeitet und kann ein paar tiefe Atemzüge da rein schicken. Und dann gehen wir ganz elegant nach oben. Setzen uns auch vielleicht über Down Facing Dog, oder? Genau, also super Dehnung für die Oberschenkelmuskulatur, genau. Wieder, diese Position. Jawohl, die könnt ihr auch einbauen. Es ist nicht jedermanns Sache, also ich könnte es jetzt leider nicht, aber wer Probleme hat, also ich nehme da meistens irgendwas noch unter den Oberschenkel und kann dann auch in die Dehnung gehen. Und vielleicht, wenn man das öfters machen und nicht wirklich ganz schlimme Knieprobleme hat, dann kann man irgendwann einmal diese Unterstützung weglassen. Gell? Vielleicht sollte ich es auch wieder öfters machen. Gell? Ja. Genau. Gut. Eigenhandwerk tut oft Not. Gehen wir die Hände auf Boden und dann gehen wir über den Elefant nach oben. Haben wir gleich eine Dehnung in der hinteren Kette. Gut, und dann wandern die Füße nach vorne. Wieder je nach Level. Also wenn einem das zu viel ist, der steht einfach elegant auf seine Art und Weise auf. Und sehr gut. Dann machen wir noch eine dynamische Bewegung aus dem Hüftgelenk. Das ist eine komplexe Bewegung. Da empfiehlt es sich, wenn ich Schwierigkeiten mit der Balance habe, dass ich mich irgendwo an der Wand festhalte. Wer gut beieinander ist, der bleibt bitte jetzt auf der Matte, sollte er zu Hause auf der Matte stehen, weil er gleich vom Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk das ganze System wirklich super trainiert. Also wir zeigen das, also da. Wolfgang zeigt es jetzt vor. Er überkreuzt vor dem Körper das Bein einmal kurz, nimmt es nach hinten zurück, machen wir zuerst die kleine Bewegung und kommen tief und wieder nach oben. Machen wir das ein paar Mal, so einfach einmal so zum Reinspüren. Okay, wie geht's mir dabei? Jawohl. Und wirklich selber entscheiden, wie weit gehe ich in die Hocke. Gut, und jetzt würde ich das schon ein bisschen größer machen. Wir haben ja auch Fortgeschrittene unter uns. Vor allem, wenn wir das Bein zurückbringen, vielleicht sich vorstellen, da daneben befindet sich ein Zaun und ich möchte das Bein über den Zaun drüber heben. Genau, und tief gehen und wieder zurück. Jawohl, dann haben wir das Hüftgelenk auch gleich dabei. Sehr gut. Sehr, sehr intensiv, diese Übung. Ja. Weil das Kniegelenk, Hüftgelenk, es braucht ja auch Stabilität. Nicht nur Flexibilität, sondern auch Stabilität. Ja, die Muskeln müssen trainiert werden und am besten wirklich dreidimensional und nicht nur auf zwei Ebenen. Gut, machen wir es noch einmal. Der Wolfgang ist jetzt auch schon unten geblieben. Ja, man kann dann unten bleiben und so in eine Bettposition gehen, in sich reinlächeln und sagen, ja, jetzt bleibe ich so lange, bis es so richtig, richtig brennt. Kleine Bewegungen machen, ist auch sehr hilfreich. Genau. Okay. Darfst du entscheiden. Gut, dann machen wir natürlich die andere Seite, damit die nicht eifersüchtig wird. Dann starten wieder mit kleinen Bewegungen, also zuerst schon mal herantasten, weil wir wissen ja nie, sind meistens beide Gelenke oder beide Achsen nicht immer gleich. Und wie gesagt, wer Schwierigkeiten mit der Balance hat, kann sich irgendwo festhalten am Stuhl. Man muss auch die Bewegung nicht so groß machen. Und lasst euch Zeit, geht es von einer kleinen Bewegung immer in einen größeren Radius hinein. Und dann kommt wieder dieser Zaun, über dem ich das Bein drüber, vielleicht mit dem Fuß hinten etwas näher am Körper bleiben, auch nicht zu weit vom Körper weggehen. Hilfreich ist auch immer wieder die Arme mitzunehmen bei dieser Bewegung, so als Ausgleichsbewegung. Genau. Sehr elegant aus. Dankeschön. Und dann wieder bleiben. Jawohl. Wunderbar. Gut, ich hoffe, ihr habt wirklich was gespürt jetzt. Dann zum Abschluss machen wir die Taube am Tisch, oder? Gut.
Und zwar, ihr könnt es je nach Beweglichkeit, man kann das auch auf dem Boden machen oder auf einem Stuhl. Wir haben hier einen schönen Tisch, da zeigt es euch der Wolfgang vor. Und zwar legen wir ein Bein auf die Tischkante oder auf die Tischfläche, genau. Und jetzt gehen wir wirklich da in eine wunderbare Dehnung. Da wird dann da, der Muskel nennt sich Piriformis unter anderem, und der Gesäßmuskel gedehnt. Und da bleiben wir auch. Und hinten schauen wir auch gleich, dass die Wadenmuskulatur gedehnt wird. Haben wir zwei Fliegen mit einem Schlag wieder. Drücken die Ferse sanft nach unten. Atmen dort rein. Versuchen, das Kniegelenk hinten so gut es geht aus, also zu dehnen oder auszustrecken. Und da aufpassen, dass ihr euch nicht verdreht. Gell? Mal reinspüren, ich sage es dann eh immer wieder, wenn ihr euch das Video anhört, wirklich schauen, dass die Ausrichtung passt. Und wenn ihr das Gefühl habt, naja, ich spüre da eigentlich nichts, gebe ich einfach das Bein ein bisschen weiter vor. Also den Unterschenkel da ein bisschen weiter vorschieben. Und dann ändert sich da was, Wolfgang, für dich? Die Entdehnung wird viel, viel intensiver, ja. Genau. Also wirklich ein paar Atemzüge bleiben und dann noch einmal vielleicht, noch einen Schritt weitergehen. Jeder kennt seine Grenzen und vor allem denkt dran, am Anfang ist man weniger beweglich oder weniger kräftig und umso öfter ihr dieses Programm mit uns mitmacht, umso besser wird es und umso beweglicher und stärker, kräftiger wird man. Gut, noch einen tiefen, bewussten Atemzug. Bleibt auch mit dem Kopf immer dabei, was mache ich da eigentlich? Was hat die Maria gesagt? Was hat der Wolfgang gesagt? Was soll man da dehnen? Wo soll man es spüren? Spüre ich es da auch? Also sich selber immer wieder reflektieren. Gut, dann glaube ich, können wir wieder rausgehen, vorsichtig rausgehen aus der Position, Schritt für Schritt, genau, bisschen nachspüren. Die Seite fühlt sich jetzt offener an, freier. Sehr gut, fein. Haben wir schon ein Ziel erreicht, dann machen wir gleich die andere Seite. Klein beginnen wieder. Und dann die gesamte Muskelkette mitnehmen, auch hinten schauen. Okay, kann ich die Wadenmuskulatur da aufdehnen? Kann ich die Ferse hinten möglichst weit Richtung Boden also oder Richtung Wand? Also wirklich so, dass man das Gefühl hat, jawohl, hier wird der Gastrocnemius gut aufgedehnt. Und dann spüre mich vorne rein. Und wenn dir das zu wenig ist, dann wieder den Unterschenkel, jetzt in dem Fall vom rechten Bein, etwas weiter nach vorne schieben. Eine zweite mögliche Position ist auch, statt sich am Tisch abzustützen, diese Position zu verwenden. Eine Hand auf die Fußsohle, eine Hand aufs Knie, die finde ich auch sehr angenehm. Hat da eine schöne Haltung gleich. Schaut gut aus, gibt es nichts zum Reklamieren. Tief durchatmen und jetzt vielleicht den Unterschenkel gerade ein bisschen weiter nach vorne bringen. Und da drauf achten, der Wolfgang macht es eh schön, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal vor, dass wir da uns nicht verdrehen, genau, so wäre es falsch, schauen wir wirklich, dass da das Becken gut ausgerichtet ist. Man spürt auch, dass die Dehnung hier verschwindet, sobald ich hier aufmache. Und durch genau, die Drehung kommt die Dehnung rechts wieder. Ja. Ihr könnt es ja gerne mal Probe auf Exempel machen. Mal aufdrehen, schauen, spürt ihr was? Und dann wieder in die Dehnung reingehen. Gut. Dann wieder vorsichtig aus der Dehnung rauskommen. Und noch einmal nachspüren. Eigentlich hätte ich jetzt das Programm machen sollen, ja? Genau. Naja, nächste Mal. Nächste Mal. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen und wir werden noch einige Videos zum Thema Knie, Hüft, Sprunggelenk und was auch immer uns da einfällt und euch durch ein kleines Programm führen. Ja, und wenn ihr darüber informiert sein wollt, dann wisst ihr, wie das funktioniert. Erstens drückt den Like-Button, wenn es euch gefallen hat und vor allem ganz wichtig, abonniert unseren Channel, einfach den Abo-Button drücken, die Glocke aktivieren, damit ihr die Nachrichten auch bekommt und dann wisst ihr immer, wann wir neue Produktionen gemacht haben und werdet informiert. Ganz, ganz wichtig. Ja, in diesem Sinne dürfen wir beide uns von hier wieder verabschieden und freuen uns,
werden wir uns bei einem unserer anderen Videos wiedersehen. Bis dann, alles Gute!